Asch hat gekrampft und Asch hat geschwitzt. Asch hat organisiert, kombiniert, kommuniziert und aufgebaut. Asch hat gehofft und Asch hat angepackt. Asch hat den Takt rummelt. Und dann ist sie gekommen, die Tour de Suisse. Ein eleganter Strahl aus Metall, Farbe und Muskeln. Mit grossem Karacho ist sie durchs Baselland gerutscht und in Asch eingefahren. Gewonnen hat die Etappe der Norweger Andreas Leckesund. Das gelbe Leader-Trikot ist beim Steven Williams geblieben. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Sieger in diesem Umzug. Es ist das Dorf Asch und seine Leute selber. Es ist wahnsinnig, was abgegangen ist. Oder? Wir haben ein Riesenfest hier, wir haben die Zieleinfahrten miterleben. Und das ist gewaltig, ist fantastisch, oder? Dass wir da, hier mit dabei sein dürfen. Und wie man auch selber merkt, oder wie man von diesem Fieber gefangen wird und mitgetrieben wird, das ist einmalig, ich hätte das nie gedacht. Es ist sensationell. Natürlich spielt das Wetter auch mit. Aber ich glaube, das sind Ascher. Ascher, die das toll finden, wenn irgendein Fest stattfindet, dann kommen sie, sind anwesend, präsent. Man sieht so viele Leute, so viele Gesichter, die man kennt. Die sind alle auf dabei. Ja, wir haben uns schon vorbereitet, aber wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Wir haben nicht mit so viel Andrang gerechnet. Und ja, es ist ein mega lässiger Anlass. Total viel Hektik, mega viele Leute. Es ist ein mega Anlass. Also, es ist wahnsinnig. Es hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Es läuft wie verrückt. Es hat viele Leute. Es ist toll. Wie habt ihr euch vorbereitet? Es war schwierig, weil man wirklich nicht so genau gewusst hat, was hier auf Asch zurollt. Aber wir haben gute Partner mit der Schadmetzgerei, die uns Würst liefert. Und Soka, die das super organisiert. Also es läuft gut. Ja, es ist fantastisch. Ich glaube, wir erleben hier ein Dorf in Asch, wo wir alle nicht denken, dass das möglich ist vor ein paar Jahren. Also vor sogar noch letztes Jahr Corona. Wir sind begeistert. Wir Schlitzohren. Weltklasse. Super. Also wir müssen jetzt sagen, hier von der Zum, wir werden absolut überfahren. Die Leute kommen, die Feste, aber das wissen wir zuerst. Es sind die Feste halt einfach immer. Wir sind schon einmal ausgeschossen mit Bier. Wir müssen Bier alles nachholen, Wein nachholen, Treibenwürste nachholen. Wir sind langsam am Limit, aber es ist eine Bombe. Wird das Fest den hohen Erwartungen gerecht? Am Anfang am Morgen im Rad gefahren, ein paar Knacknüsse müssen lösen, aber jetzt mit dem tollen Wetter und vielen Leuten, das ist hervorragend. Das ist herrlich. Also, ich habe immer gehofft, dass viele Leute kommen. Jetzt sind wahnsinnig viele Leute gekommen. Es ist eine tolle Stimmung, alles hat geklappt, wir haben tolle Unterhaltung, es ist hervorragend. Sicher mal heute ist der größere Teil mit der Zieleinfahrt, oder? Dass Leute kommen, dass eine grosse Sache läuft, dass wir viel Unterhaltung haben, das haben wir jetzt hier gepackt, oder? Und morgen gibt es dann einfach nochmal den zweiten Teil mit dem Start. Alles ein bisschen ruhiger, aber dafür kann man die Fahrer ein bisschen näher erleben. Ja, es war fast ein bisschen ernüchternd, also, wo die Velofahrer nebendurch sind. Und ich dachte, okay, das war es jetzt. Aber das war natürlich noch bei weitem nicht, weil unser OK das hat so wahnsinnig viel geschafft und so ein tolles Festdorf auf die Beine gestellt. Und da denke ich, da werden die Leute noch ein bisschen bleiben. Und dann dürfen wir noch ein bisschen festen miteinander. Und dann morgen, dann wenn die Abfahrt, wenn sie wieder wegfahren, das auch noch zusammen miterleben. Auch dort werden dann einige anwesend sein. Und darum ist es der Moment, halt, wo wusch vorbeigegangen ist, wo die Velofahrer gekommen sind. Aber es hat noch Nachspiel. Wir festen noch ein bisschen weiter. Invasive, gebietsfremde Pflanzenarten, sogenannte invasive Neophyten, stellen eine grosse Bedrohung für unsere Artenvielfalt dar. Invasive Neophyten verdrängen die angestammte Vegetation, bedrohen die Biodiversität und können grosse Schäden an Infrastruktur und Gesundheit verursachen. Um die Pflanzenarten zu erkennen und fachgerecht zu entfernen und zu entsorgen, werden im Rebpark Clues-Chapelli im Juli, August und September spezielle Anlässe durchgeführt. Der nächste ist am Dienstag, 12. Juli. Mitbringen sollte man Arbeitshandschuhe und eine wetterangepasste Kleidung.
auf der Anlage des Tennisclub Angerstein auf dem Gebiet der Sportanlage Löhrenacker findet vom Freitag, 24. Juni, bis am Sonntag, 26. Juni, das zweite nationale Tennisturnier um den Vertex Cup statt. Am Start sind Spieler, die zu den 40 Besten der Schweiz gehören. Die Organisatoren legen Wert auf eine familiäre Atmosphäre. So ist zum Beispiel die ganze Zeit ein Privatkoch vor Ort, der alle mit sportlicher Kulinarik verwöhnt. Der Eintritt ist frei, attraktiver Tennissport garantiert.